Moin, ich bin Tizian und begrüße dich zu einer neuen Folge LS17 auf der Map Apps auf der Heide. Und heute wollen wir erstmal ganz kurz auf die Karte gucken, wie das hier eigentlich momentan gerade aussieht, was wir von unseren Feldern eigentlich machen können, beziehungsweise wie der ganze Status ist. Ich glaube, hier können wir noch nicht wieder neu ernten, neu düngen, weil da sind wir noch nicht in der nächsten Wachstumsstufe. Das ist alles schon soweit durch. Das ist auch noch in der ersten Wachstumsstufe, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir können mal kurz hier hinten hingucken zu dem Strohablade. Ja, das ist auch noch in der ersten Wachstumsstufe. Das heißt, da können wir auch noch nichts machen. Und hier hinten müsste das, glaube ich, auch noch alles komplett so sein, ne? Ja, alles klar. Das heißt, wir müssen tatsächlich erstmal noch warten, bis die nächste Wachstumsstufe durchkommt. So, ich habe einen neuen Mod draufgenommen. Und zwar machen wir mal Folgendes. Wir werden mal ganz kurz den Radlader hier wegnehmen. Den stelle ich jetzt erstmal hier hin. Wobei, das hat anscheinend ziemlich gut funktioniert, ne? Die letzten Male mit dem Radlader. Naja, es war nicht so fantastisch, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber es war schon ganz in Ordnung. Jetzt will ich gerade überlegen. Entschuldigung. Ich habe immer noch diesen blöden Husten so ein bisschen. Aber der wird schon nach und nach weggehen. Ja, es war ja, das Wochenende war ja das große Event beim Zottel auf dem Channel und da waren ja sicherlich auch einige von euch dabei und haben also ein bisschen Spaß mit gehabt und da haben wir auch ein bisschen Holz gemacht. Das war halt ganz interessant, mal wieder das zu machen. So, ich will diesen Anhänger wegbringen oder diesen Auflieger wegbringen. Wobei, eigentlich will ich den wegbringen. Ja, wir werden erstmal... Nee, wir werden ihn nicht ganz wegbringen. Ich werde ihn einfach nur mal umstellen, oder? Nee, wir lassen ihn einfach hier liegen. Pass auf, wir machen das. Wir lassen ihn erstmal hier liegen. Entschuldigung, dass ich da jetzt so ein bisschen unentschlossen bin. Wir werden ihn hier liegen lassen. Erstmal. Und ich hole einen neuen Auflieger. Ich habe nämlich noch einen Mod draufgenommen. Auch einen Holzauflieger. Aber der hat einen eigenen Kran dran. Und das finde ich sehr interessant. So, das einmal losmachen. Den Haken nach vorne natürlich, die Rundumleuchten an und dann fahren wir mal rüber zum Händler und werden den neuen Auflieger ausleihen, mit dem wir dann die, ja, ich will halt gerne mal wieder mit einem Kranholz aufladen, weil das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wann diese Folge rauskommt. Ich glaube am Mittwoch oder so, ne? Ich habe jetzt meinen Plan gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in den letzten Folgen gesagt habe, wegen Zottel und so weiter. Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja... Also es war ja dieses Multiplayer-Event, ne, beim Zottel. Und es hat super viel Spaß gemacht. Es war echt super cool, weil wir so eine bunt durchmischte Truppe waren, ne. Es war einerseits, war einer meiner Moderator dabei, der Fetzen, der, ich glaube, fast 0 Stunden im Farming Simulator hat. Und andererseits war jemand dabei, wie zum Beispiel Rescue Wolf, der auch unheimlich viel Farming Simulator schon gespielt hat. Der ist auch häufig bei mir im Channel, beziehungsweise auch beim Softwerker. Und das ist halt so, das war halt so eine super coole, bunt durchmischte Gruppe von Leuten, die wissen, was sie tun. Und Leuten, die so ein bisschen angeleitet werden müssen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war jetzt nicht so eine Truppe, die schon total demotiviert war, so ein bisschen von irgendwelchen immer sich wiederholenden Aufgaben. Das hat man ja immer gerne mal, dass wenn man mit mehreren Leuten zusammenspielt und man das gleiche Feld das siebte Mal grubbern muss, dann ist man irgendwann demotiviert, das zu machen, wisst ihr? Und so war das halt nicht, ne? Das war halt so eine coole Gruppe, die irgendwie alle Bock darauf hatten. Und dann haben wir später alle zusammen Holz gemacht, obwohl keiner gesagt hat, oh, wir müssen jetzt Holz machen, sondern es hat sich einfach ergeben, dass dann irgendwie alle Holz gemacht haben. Und das war ziemlich witzig. Das fand ich sehr, sehr witzig. Der ist wahrscheinlich bei Forst mit drin, oder? Wir gucken mal ganz kurz bei Forst rein. Ob der, ja, guck mal, den hier wollte ich nämlich haben. Der kostet nur 10.000, aber ich werde den trotzdem mieten, weil wir ja auch den ganzen Auflieger hier auch nur gemietet haben. Und dann können wir nämlich selber mit dem Arm wieder, aufladen. Das finde ich ein bisschen attraktiver. So, einmal den Haken raus. Das steht hier echt alles ein bisschen blöd, ne? Und ich habe noch eine Überraschung für euch, sozusagen. Sobald Leo
mit seinem neuen LS-Server online geht, werde ich darauf auch mitspielen. Ich weiß noch nicht, ob ich dann auch streamen werde oder ob ich dann vielleicht mal streamen werde von dem Server, wenn Leo nicht streamt. Sowas könnte man ja auch mal machen. Aber im Großen und Ganzen, ich habe Leo gefragt, ob er da was plant, ob er da was machen möchte. Und er sagte ja. Aus der Community sind da zwei gerade dabei, die stellen da gerade was zusammen. Und dementsprechend soll da aber was losgehen. Und da habe ich halt auch ein bisschen Bock drauf, ne? Das wird dann wirklich, das wird dann eher so eine Truppe sein, die sehr, sehr stark sich mit dem Ganzen schon auskennt, ne? Und da muss man halt auch ein bisschen gucken, wie das sich so verhält, das Ganze, muss man mal schon sagen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Lust da drauf. Mal gucken, welche Karte es wird, das weiß ich auch noch nicht. Und was es dann noch so alles drauf gibt. Aber es wird bestimmt lustig. Und ich bin mal gespannt, wann das losgeht. Das habe ich nämlich auch noch nicht erfahren. Aber da werde ich bestimmt noch die ganzen Informationen, die ich dazu brauche, rechtzeitig bekommen. Was mir auch sehr gut gefallen hat beim Spielen da mit Zottel und so weiter, war, da haben wir halt auch diese IT-Runner hier benutzt. Den Tatra mit IT-Runner, mit Korn-Container. Und dann habe ich immer am Feldrand die Korn-Container hingestellt, sodass die Mähdrescher sich selber abtanken konnten. Und wenn die dann gesagt haben, jo, hier ist voll, dann bin ich halt rumgefahren, habe neue Container hingestellt und die alten mitgenommen, ne? Das war halt auch sehr, sehr witzig. Das hat so ein bisschen, hat so eine gewisse Dynamik gehabt in dem ganzen Spiel, fand ich. So musste man nicht zig Abfahrer haben, die dann immer Gewehr bei Fuß stehen, sondern, die Mähdrescher haben halt sich selber abgetankt. Mussten dafür dann natürlich aus ihrer Spur rausfahren, ja. Aber nichtsdestotrotz war das ja nicht so schlimm. Jetzt muss ich mal hier gucken, wie ich da am besten vorfahre. Ich glaube, ich werde mal hier so reinfahren. Na, guck mal, ich bin jetzt gar nicht... Ich glaube, das war die Cam vom Auflieger. Und den Auflieger würde ich, glaube ich, auch gerne runterlassen, dass wir nicht so hoch heben müssen. Also Auflieger, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, wenn ich Auflieger sage. Ich glaube nicht. So, zack. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn ich Auflieger sage. So, jetzt kann ich, glaube ich, mich hier draufsetzen. Kann ich hier einsteigen oder so? Oder muss ich... Kann ich hier gar nicht einsteigen? Nö. Ne, Spanngurt angebringt. Entschuldigung. Das war keine Absicht. Ich habe mal wieder kein... Ah, okay, ich muss das von hier hinten machen. Jetzt habe ich hier aber einen langen... Oh, was passiert hier denn jetzt? Okay, das muss ich einmal... Ja, ich glaube, das ist besser, wenn ich den doch wieder drauf mache. Damit ich ihn von oben bedienen kann. Ich hätte gedacht, dass ich die Plattform einfach abstellen kann. Und denn das so benutzen kann, aber anscheinend muss ich das geschlossen nehmen, das System. Okay, dann ist das aber schon mal die Geschichte. Habe ich Stützen oder so? Weil wenn ich Stützen hätte, könnte eine Container abladen. Nee, aussteigen, hupen. Nee. Okay, keine Stützen dran. Es ist natürlich auch wieder so ein bisschen... Das ist ein bisschen gefährlich, gerade wenn man sich jetzt hier Baumstämme zieht. Einmal aufklappen das Ganze. Gerade wenn man dann auch vielleicht ein paar mehr ziehen möchte. So wie jetzt hier in diesem Beispiel. Hier könnte ich ja wirklich zwei Stück auf einmal nehmen. Ich probiere es mal aus. Mal gucken, was der LKW dazu sagt. Oh, der LKW hält sich erstaunlich gut. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wäre natürlich jetzt cool von der Animation her noch, wenn jetzt auch noch wirklich das Männchen hinten drauf sitzen würde, ne? Das wäre cool. Das gab mal 15er. Den habe ich auch immer gerne benutzt im LS15. Da gab es dann MRN Forst. Der wurde mir von Juli auch mal fertig gemacht für einen 17er, aber der hat nicht so richtig funktioniert, glaube ich. Oder ich weiß nicht, warum ich den dann letztendlich nicht mehr benutzt habe. Auf jeden Fall gab es da einen, da konntest du denn, wenn du die Stützen ausgefahren hast und das Fahrzeug dann sozusagen aufgeklappt hast, beziehungsweise den Kran aufgeklappt hast, dann hat sich dann halt nach dem Kran aufklappen, ist dann halt auch ein Männchen hinten drauf gekommen auf den Sitz. Das war eigentlich ziemlich cool immer.
Da hat man so ein bisschen, noch ein bisschen das mehr das Feeling gehabt, dass man jetzt wirklich, dass das jetzt kein Geist ist, der den Kran steuert, ne? Das ist ziemlich, ziemlich witzig. Übrigens, wenn ihr konkrete Mods-Vorschläge habt, ne, dann könnt ihr sie gerne reinbringen. Ich war ja anfangs immer so ein bisschen gegen Mods, weil gegebenenfalls die dann nicht so mit CP funktionieren und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich immer so meine Gefahr. Weil die von CP müssen ja für jeden Mod müssen sie ja ihre Version anpassen, sozusagen. Das muss ja mit in CP integriert werden. Deswegen dauert das ja auch immer so einen kleinen Augenblick, wenn jetzt zum Beispiel Giants selber neue Fahrzeuge reinbringt, bis die dann alle komplett supported werden. Und deswegen war auch immer so meine Befürchtung, ja, mit Mods spielen eigentlich nicht so gerne, weil die dann gegebenenfalls nicht richtig supported werden von CP und so weiter und so fort. Aber momentan funktioniert das eigentlich alles so ziemlich gut, was ich immer alles sehe. Und dementsprechend können wir uns da gerne mal ein bisschen näher ranwagen. Und wenn dann mal ein Traktor oder so nicht funktioniert mit CP, dann nehmen wir den halt gleich wieder raus. Ist ja auch nicht das Problem, muss man ganz ehrlich sagen. Also von dem her könnt ihr gerne mal Vorschläge machen, was ihr denn gerne an Fahrzeuge sehen würdet. Hier im LP. Vielleicht ist ja auch mal was bei, was ihr vielleicht vorgestellt haben wollt an Fahrzeugen. Dann könnte ich da ja mal auch mal was machen. Das ist ja etwas, was ich auch mal gerne mache. Ich habe es jetzt nicht so häufig gemacht, irgendwelche Mod-Vorstellungen. Ich glaube, insgesamt gibt es auf diesem Channel hier zwei Mod-Vorstellungen. Einmal von dem Bagger, den ich ja vorgestellt habe, von dem Liebherr. Und einmal, das war glaube ich ein Case oder so. Ja genau, ein Case, der eigentlich nur eine Spezialedition war, den ich da vorgestellt habe. Aber im Großen und Ganzen könnte man echt mal, ja, mal so ein paar Mods nochmal vorstellen. Gerade wenn irgendwie was Schönes, Neues rauskommt. Ich könnte natürlich auch mal diesen IT-Runner komplett, dieses komplette IT-Runner-Set vorstellen, ne? Weil da gibt es schon echt sehr, sehr viele unterschiedliche Anhänger und Möglichkeiten, wie man hier drüber halt was basteln kann. Das mit diesen Wechselbrücken, das nennt sich ja, glaube ich, AR. Ne? Das sind ja AR-Wechselbrücken oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Da gibt es ja auch momentan sehr, sehr viel. Ne? Damit hätte ich gerne im 15er viel, viel mehr gemacht. Aber da waren die echt so super unausgereift. Ich weiß jetzt nicht, wie die im 17er sind, ob sie im 17er besser geworden sind. Im 15er waren die halt sehr, sehr, ja, unausgereift, waren sehr, sehr buggy, sahen nicht gut aus, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Und da war das halt ein bisschen, ich vergesse immer das Aufmachen, dass das Aufmachen nach oben ist. Da war es halt immer so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, nicht das Gelbe vom Ei. Oh ja, das ist eine gute Ausdrucksweise. Im 15er war es das nicht, also da gab es deutlich bessere Sachen. Aber vielleicht ist es ja im 17er besser geworden. Muss ich mal schauen. Ich muss mal gucken. Weil auch gerade dadurch, dass jetzt vieles in dem eigenen Mod-Hub drin ist, vom Landwirtschaftssimulator, glaube ich, ist das so ein bisschen codequalitätstechnisch irgendwie ein bisschen besser geworden. Beziehungsweise ich glaube es, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe so das Gefühl, dass ich gegebenenfalls die Modder vielleicht ein bisschen besser austauschen mit den einzelnen Mods. Also, dass man es vielleicht doch eher mal sagt, hier komm, du hast da das und das verbaut. Kann ich das nicht auch für mich benutzen und so weiter? Und dass da vielleicht ein besserer Austausch besteht, dass wirklich, dass man halt eher guckt, dass man halt einen guten Mod baut, anstatt zu sagen, oh, ich muss das jetzt alles selber machen. Wisst ihr, was ich meine? Und dass vielleicht so ein bisschen das Konkurrenzdenken, gerade dadurch, dass jetzt ja auch die Mods auf Mod-Hub sind und man eigentlich ja gar nichts daran verdient. Und dann halt dieser Gedanke von wegen, der kloppt mal Mod und so weiter und verdient damit jetzt Geld, der ist ja eigentlich gar nicht mehr so stark gegeben, meiner Meinung nach. Oder verdient man auf dem Mod-Hub mit seinen Mods Geld? Ich glaube nicht, ne? Man kriegt ja keine, ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass sie da irgendwie eine gewisse Monetarisierung eingeführt haben. Das kann natürlich sein. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ich habe auf jeden Fall nichts Offizielles gehört. Gibt es eigentlich momentan sehr, sehr viele Mod-Seiten? Ich bin mir da gar nicht so bewusst. Ich weiß, es gibt ja immer diese eine italienische.
Mod-Seite. Die habe ich hin und wieder mal, wenn ich jetzt irgendwas suche. Weil die auch eine bessere Download-Seite anbieten. Aber so im Großen und Ganzen wüsste ich da kaum Seiten. Einer hat mal was vorgestellt, eine neue Mod-Seite. So. Aber ich glaube, da ist gar nichts draus geworden, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Das war auch jemand, der auch so ein LS-YouTuber-Art ähnlich, also deutlich größer als ich, aber der hat mal da irgendwie was vorgestellt. Greenscreen oder so, ich weiß es nicht mehr. Naja, wie dem auch sei. Den einen Baumstamm hier möchte ich noch gerne haben. Und dann muss ich mich auch schon wieder mit dieser Folge von euch verabschieden. Wir haben uns einen schönen... Ich finde den Anhänger richtig cool, weil mir macht auch gerade das Kranaufladen wieder richtig viel Spaß. Oder mit dem Kranaufladen macht mir richtig viel Spaß. Der Kran ist auch ein guter, muss man dazu auch mal sagen. Der macht sich richtig gut. Ich muss nur ein bisschen die Steuerung wieder drauf kriegen. Und dann habe ich das eigentlich gleich. Und die Kralle hält auch sehr, sehr schön, ne? Aber wie dem auch sei, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.